Valar Morghulis, verehrte Sirs, Lords and Ladies, willkommen zurück bei Of Honey and Stingers. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe unseren Lord Ben Beesbury so ein bisschen neu eingekleidet. Der will natürlich jetzt auch nach außen hin seinen neuen Rang als einer der Großen in der Reach will er natürlich zeigen. Ich habe ihm so einen schönen Chaperon aufgesetzt und so in so einen Pelzmantel und so weiter gekleidet. Ist eigentlich, glaube ich, Kleidung, die zu den Stormlands gehört, aber ich fand den feinen Zwirn hier ganz angebracht. So, bevor wir jetzt weitermachen, ein paar Sachen müssen jetzt im Vorhinein erzählt werden. Punkt 1, die Scheißsache mit dieser Kultur, ja, Turellis und so weiter. Ich habe mir das Ganze nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und naja, wie ihr hier sehen könnt, habe ich da mal hier, bin ich da mal eingeschritten, ne? Also, ich finde, gerade weil wir auch überhaupt kein Mitspracherecht dabei hatten, dass wir jetzt auf einmal dieser Kultur angehören, fand ich es extrem out of character für Ben Beesbury, jemand, der ja gerade so die Abkommenschaft von Garth Greenhand und seiner Tochter Ellen Eversweet so hoch hält, die ja hier gelebt hat und so weiter, finde ich seltsam, dass der sich dann einer leicht anderen Kulturgruppe einfach zuwendet, die ja gar nicht von ihm, also jetzt, wenn wir jetzt quasi gesagt hätten, okay, wir basteln uns hier vom Honeywine, von der Honeywiner Kulturgruppe sowas Eigenes ab, das wäre ja was anderes gewesen, aber das wurde ja hier von diesen von denen hier, Alistair Mullendore, glaube ich, hat die gegründet oder zumindest ist die ja hier nach seinem Gebiet benannt. Und dass wir dann einfach so mit so einem Fingerschnipsen gezwungen werden, dieser Kulturgruppe beizutreten, nee. Also ich sehe Ben Beesbury schon als so einen leicht konservativen Typen, der jetzt nicht unbedingt, der zwar belesen ist und alles, aber jetzt so gerade was seine Abstammung und so weiter, was sein Wesen so angeht, ist der, glaube ich, schon so eher so der aus so ein konservativer Knochen so. Und deshalb bin ich da mal eingeschritten und habe mich und meinen Sohn und Erben, dem das auch aufgedrängt wurde, zumindest sage ich das jetzt einfach mal, ich gehe davon aus, habe ich uns beide wieder so Honeywinern gemacht. Das ging übrigens nicht einfach so vom Spiel her, sondern das musste ich über das Advanced Cheat Menu machen. So. Einmal das und dann eine Sache, die hat jetzt nichts direkt mit dem Spiel zu tun, aber ich fand sie sehr, sehr lustig und schön, gerade weil heute, also jetzt gerade, wo ich es aufnehme, ist der Release-Tag von Shadow of the Erdtree, dem DLC für Elden Ring. Das hat ja, und ihr denkt jetzt, was, Elden Ring hat doch jetzt überhaupt gar nichts hier mit zu tun. Eigentlich, ja, über so ein paar weite Ecken schon. Und ich weiß nicht, ob dieses Easter Egg bislang nur mir unbekannt war und ob es jeder sonst schon kennt. Aber wenn wir jetzt mal hier ins Gebiet der Rowans gehen, da haben wir hier oben diese eine Lordschaft, die Lordschaft von Longtree. Und da herrscht niemand Geringeres als Marika Erdtree. Mit dem wunderschönen Erdtree-Wappen, mit dem Baum und dem Ring drum. Fand ich ein sehr, sehr schönes Easter Egg. Vor allem, weil halt, ja, George R. R. Martin selbst, irgendwie am Story-Konzept, glaube ich, oder so weiter, von Elden Ring mit beteiligt gewesen ist. Fand ich sehr schön.
Habe ich gerade eben kurz vor der Aufnahme hier durch Zufall gesehen. Ja, weil gerade und auch gerade, weil heute halt der Release des DLCs ist, was halt, was ja sehr, sehr, sehr gefeiert wird von allen, die es schon anspielen konnten. So, und dann wurde, es wurde sich gewünscht, dass ich mal einen kurzen Rundgang durchs Reich mache. Und das mache ich natürlich gerne. Und fangen wir mal bei den Obersten an. Der Aegon. Was macht der denn so? Ich weiß nicht, warum der die ganze Zeit in Rüstung rumläuft. Wir sind nicht mehr im Krieg. Also er ist auch nicht mehr im Krieg. Seine Frau, Königin Beta Blackwood, ist gestorben. Er selbst ist infirm, also gebrechlich quasi. Er hat vermutlich nicht mehr lange zu leben. Wer wird dann übernehmen? Sein Sohn Jaehaerys, so wie in der Original-Timeline auch. Hier haben wir ihn, Jaehaerys von Dragonstone, mit seiner Schwester Gemahlin Shaera. Und sie haben den Sohn und den Erben Aerys, den kennt man ja. Wiederum mit seiner Schwester Gemahlin Rella. Aber anders als in der Original-Timeline haben sie auch noch zwei weitere Kinder, nämlich Jaehaerys Junior und Shaera Junior. Da wart ihr aber verdammt originell und einfallsreich und kreativ, was die Namen eurer Nachzüglerkinder angeht, wa? Naja. Aerys hat und Rhaella haben dann auch schon den ebenfalls bekannten Sohn Rhaegar. So steht es grob erzählt um Haus Targaryen. Also da ist die Linie erstmal gesichert. Und dann gehen wir doch mal von Norden nach Süden hin durch. Also jetzt ist natürlich nicht jedes Haus. Wir gucken uns einmal die Lord Paramounts an. Angefangen mit den Starks von Winterfell. Was geht denn bei denen so hier oben? Also hier haben wir Lord Rickard, den Lord von Winterfell und Warden of the North. Ist verheiratet mit Lyanna Stark. Ich glaube auch so wie in der Original-Timeline. Oder? Moment. Wer war Eddards Mutter? Nee, das war nicht auch eine von den Starks, oder? Oh, fuck. Warum weiß ich das jetzt gerade nicht? Egal. Er hat drei Kinder. Beziehungsweise ein Kind ist, der Älteste ist leider direkt mit 2 Jahren gestorben. Marlin. Und dann haben wir die Kinder Rickard Junior und Nella. Und Rickard selbst hat noch 2 Geschwister. Einmal Beron und Theo. Wenn wir dann mal runter ins Vale schauen, da haben... Oh, wow, okay, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Johnny, was ist denn bei dir los? Du bist disfigured? Tatsache. John ist hideously disfigured. Was ist denn da passiert? Ich weiß gar nicht, ob es, wenn man im Vale spielt, schon irgendwie so Events mit den Clansmen, mit den Bergstämmen gibt. Aber vielleicht ist das ja da irgendwie passiert, im Kampf gegen die Stonecrows zum Beispiel. Jedenfalls, John Arryn ist verheiratet mit Rowena Arryn, einer Cousine, glaube ich. Und hat 2 Kinder, 2 lebende Kinder. Auch hier ist die älteste Lady Jane direkt vermutlich bei der Geburt gestorben. Wir haben hier Shara, die älteste und auch Erbin des Grünen Tales. Und dann ihre Schwester Arana. Irgendwie scheint Lord Arryn in jeder Timeline, die ich bislang gespielt habe, eher so weibliche Nachkommenschaft zu haben, so bevorzugt. Ich weiß auch nicht, ob das vom Spiel irgendwie vorgegeben ist oder ob das absolute Random mittlerweile ist. Ach, und hier haben wir ja auch Lord Ronnel. Boah, den ich aus meinem letzten Playthrough kennengelernt habe. Boah, ging der mir da auf den Sack mit seinem Anspruch. Und wir sehen hier, er ist verheiratet. Ne, Quatsch. Er ist verbündet mit... wo sind die denn? Ach, da oben, ah.
mit den Linderlys, den Tullys und den Krakols. Und zwar zwei davon sind negotiated. Also er scheint Diplomat. Alter, er hat 36 Diplomat. Klar, der ist der hat das Diplomatiespiel durchgespielt und durchgeskillt und kann hier Allianzen auch anders als durch Heiratsbündnisse schließen. Und dann gehen wir mal direkt rüber zu den Tullys nach River Run. Oh, schicker Bart, wirklich. Edmund Tully, Lord Paramount Edmund Tully. Ist verheiratet mit Hostella, einer, ja, niedergeborenen, also einer random Person vom Spiel erstellt. Und da hat er die Kinder Hosta, Brynden, die beiden, die wir alle kennen, und Rolyria. Auch ein Name, den ich noch nie gehört habe. Die sich in Stonehenge aufhält. Ist sie das Mündel? Genau, sie ist das Mündel von Lord Hosta Bracken. Hosta Tully, der Erbe, ist verheiratet mit Alice Farman. Die Farmans sind... Genau, die stammen von hier, von der Fair Isle, genau, bei den Westerlands. Und er hat schon eine Reihe Kinder. Sind das die? Nee. Delaney, Caitlin, okay, wird nicht die Original-Timeline Caitlin dann vermutlich. Und Madden Tully, auch ein guter Name. Was ist mit Brynden? Ist auch verheiratet, oh. Wie hat er das hingekriegt? Mit Yolande Cage. Wo kommt denn Haus Cage her? Aus Dorne. Okay. Da, okay. Ein kleines Haus. Den Faulers verschworen? Ja, den Vasallen der Faulers, okay. Interessant. Und dann gehen wir mal rüber zu den Iron Islands. Was gibt's denn da so? Wir haben hier Lord Quellon, ja, und... Oh, hier, da ist so eine Brut. Harlon, Quenton, also Harlon lebt noch, Quenton und Donal sind gestorben. Dann haben wir hier Balon, Euron. Euron, was geht? Schon irgendeinen weirden Kult um dich selber gegründet. Roderick ist ebenfalls verstorben. Und Dysa. Okay, also dann Victarion und oh Gott. Victarion und, was ist denn gerade mit meinem Namensgedächtnis? Warum weiß ich denn diesen Charakter nicht mehr? Aeron Dampier, natürlich. Scheint es in dieser Zeitlinie nicht gegeben zu haben oder nicht zu geben. Okay. Ist hier schon irgendeiner verheiratet oder sonst was? Nee, scheint nicht. Und er ist mit einer Synderli verheiratet, also auch einer von den Iron Islands. Die bleiben ja sowieso eher mal gerne unter sich. In der Original-Timeline sind, wie wir ja wissen, die Abkömmlinge der Lannisters auch mal... Gern mal eher unter sich geblieben. Aber hier wird das vermutlich nicht der Fall sein. Beim Bright Lion Lord Tywin Lannister, der Hand des Königs. Der herrscht hier über Castle Rock. Seine Frau Joanna ist verstorben. Woran ist sie gestorben? Am Fleckenfieber ist sie gestorben. Aber sie hat vorher noch einen Sohn Lord Illyn zur Welt gebracht, der Tywins Erbe ist. Und ansonsten gibt es hier seine bekannten Geschwister. Kevin verheiratet mit Kevin Lannister hat Thunder Stokeworth geheiratet. Wie geil ist das denn? Ah, ja. Jenna auch hier verheiratet mit
Amon Frey. Sie haben die Kinder Brianna und Brock. Brock. Geiler Name. Brock Frey. Dann haben wir Lord Tygett. Lord Tygett. Wie auch immer man ihn aussprechen will. Er ist verlobt mit einer, mit Miranda Lefort. Einem, den Lords vom Golden Tooth. Und als letztes haben wir hier Geryon Lannister, erst 12 Jahre alt. Aber ja, auch wenn Tywin bislang nur ein Kind hat, die Lannister-Linie ist erstmal gesichert. Da gibt es jede Menge Nachkommen. Und so wie ich das gesehen habe, scheint in dieser Zeitlinie Tywin die Rebellion gegen die Reigns gewonnen zu haben. Da gab es keinen Friedensschluss, wie glaube ich in der letzten Timeline, die wir gespielt haben. Wenn wir hier gucken, Roger Rayne wurde von Lord Tywin hingerichtet. Das weist er eher auf einen militärischen Sieg hin. Bevor wir zu uns machen, wir einfach mal als allerletztes, wir gehen jetzt erstmal runter nach Storm's End. Zu den Stormlands. Ich gucke jetzt gerade raus, weil es auch bei mir ist es gerade ein bisschen stürmisch. Gleich gucken, dass ich gleich das Fenster zumache. Hier haben wir Lord Paramount Stephon Baratheon, den Lord von Storm's End. Er ist unverheiratet, auch hier. Ich weiß nicht, was das mit ihm ist. Vielleicht ist das tatsächlich irgendwie was Einprogrammiertes bei in der letzten Timeline, die wir gespielt haben mit Targaryen, Haus Targaryen. Ist er auch sehr lange unverheiratet geblieben. Und hat er am Ende überhaupt geheiratet? War der nicht immer noch Single? Ich weiß es gerade nicht mehr. Dementsprechend ist er schnell abgefrühstückt. Er hat noch eine Halbschwester, Betha Blackwood, weil seine Mutter, Prinzessin Rella Targaryen, die hat, nachdem Steffens Vater verstorben ist, Ormond Baratheon, hat sie Quentin Blackwood geheiratet. So, und das waren die Baratheons auch schon. Kommen wir zum ganz, ganz südlichen Fürstentum Dorne. Hier nach Sunspear zu den Martells. Dort herrscht Prinzessin oder eigentlich ist es ja falsch übersetzt, ja. Also man sollte ja nicht Prinzessin sagen, sondern Fürst oder Fürstin. Weil das, dieses Prinzessin, ich glaube, das wurde das in der deutschen Version so übersetzt? Von den Büchern, dass da auch der Herrscher als Prinz und Prinz oder Prinzessin benannt wurde? Ich glaube ja, oder? War das nicht so? Das ist falsch, ja. Denn das englische Wort Prince wird sowohl als Prinz übersetzt, also als Sohn oder Familienmitglied eines Herrschers, als auch als das als der Herrschertitel Fürst, bedeutet dasselbe. Muss man im Deutschen trennen. So, hier haben wir Prinzessin Loretta Nymeros Martell mit ihrem Gemahl Levin Jordain. Und da sind die bekannten Leute hier. Doran the Sage Spear, der Erbe. Dann haben wir hier Morse verstorben, Oliver verstorben, Elia lebt noch. Hoffentlich lebt sie in dieser Timeline etwas länger und ein glücklicheres Leben als in der Originalgeschichte. Dasselbe wünsche ich Oberyn. Und natürlich auch der, die wir nicht kennen, Aliona, die ist non-canon. Ist aber in dieser Timeline geboren worden. So, das sind die Herrscherhäuser aktuell. Und jetzt gucken wir uns mal kurz hier noch die Tyrells an. Zu denen habe ich aber eigentlich schon was gesagt. Wir haben Luthor Tyrell. Hatte drei Kinder. Die jüngeren sind gestorben. Es bleibt nur Mace übrig, der mit 11 Jahren schon disfigured, also auch entstellt ist und vernarbt. Was ist denn da passiert? Was habt ihr denn da getrieben? Und er ist verlobt mit Malora Hightower. Und die Tyrells aus irgendeinem Grund, ich habe es bislang auch noch nicht geändert, residieren nicht mehr in Highgarden, das nun eine
eine Domäne der Krone ist. For some reason. Das war mein kurzer Rundgang. Es ist noch. Jetzt müsste ich eigentlich die Folge beenden, aber ich will mal nicht so sein. Ich mache noch ein paar Minütchen jetzt tatsächlich ein Content. Denn darum muss es ja in diesem YouTube-Business gehen. Content, Content, Content. Immer nur Content. So. Was wollen wir denn jetzt machen? Ganz klar, nächster Schritt. Honeylands gründen. Führt kein Weg dran vorbei. Ja. Das werden wir jetzt gleich bald machen. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere Sachen auf der Agenda, die wir jetzt vorbereiten können. Wie ich in der letzten Folge schon ausgeführt habe, wir wollen Sunnyvale ja an unseren jüngeren Sohn geben. Dafür braucht er Land, vorzugsweise hier im Gebiet der Sunnyvale und auch am besten auf Kosten der Balls. Ja, denen gehören hier nämlich zwei Territorien und jetzt natürlich die Frage, wie wir da rankommen. Wollen. Und ich versuche das einfach mal durch den ältesten Trick der Welt. Ich weiß nicht, was passiert, wie wir das machen können. Ich lasse jetzt einfach mal einen Anspruch auf das Hauptgebiet der Balls, auf die Hauptburg fabrizieren von unserem Septon. Wir können uns das dann vorstellen, das wird dann vermutlich sowas sein wie, als der hohe Septon uns den Anspruch auf Sunnyvale übertragen hat, da lässt sich ja im Kleingedruckten des Paragraphen 16 Absatz 13c ja auch ganz klar rein interpretieren, dass sich das auch auf den tatsächlichen Land- und Burgbesitz von hier Woodbine bezieht. Ja. Und gleichzeitig, falls das nichts bringt, ich weiß halt nicht, wie das mit Vasallen dann ist, ob wir denen dann einfach den Krieg erklären können, werde ich auch mal hier Find Secrets hier bei den Balls starten. Vielleicht finden wir ja irgendwas Ekelhaftes heraus. Vielleicht, keine Ahnung, irgendwie, was sie angestellt haben, was ihn als Verbrecher brandmarkt und sowas. Und dann können wir da vielleicht einschreiten. Ich habe gerade was gehört. Aber alles gut. So. Das haben wir gemacht. Ich könnte jetzt noch hier tatsächlich irgendwie Promote Culture Acceptance machen, weil die Hauptbevölkerung von uns, unser Gebiet, ist ja, gehört ja jetzt eigentlich zu dieser Turellis Kultur und ich glaube, das werde ich auch machen. Das missfällt dem Ben Beesbury ein bisschen. Was ist denn hier besser? Promote Culture? The county changes culture to Honeywiner. Ja, genau, das wollen wir machen. Hier in Honeyhold. So. Und jetzt können wir mal weitermachen. So, ich werde tatsächlich noch. Wir brauchen jetzt 250 Tacken, um die Honeylands zu gründen. Ich warte mal jetzt tatsächlich noch, bis wir 300 haben. Und dann gründen wir das. Hier wurde wieder die Loyalisten-Fraktion gegründet. Wieder von Lord Redding. Was ist das? Ja, Factions natürlich wieder. Da ist es. Aha. Alan Ball hat die Fraktion gegründet, sich selbst wieder zum Herrn der von Sunnyvale zu erheben. Aber das allein ist ja noch kein Grund, irgendwie einzuschreiten. Ja, das, was natürlich auch ein bisschen komisch ist, der ist ein Typ, der Leute um sich scharen will, um uns zu entthronen. Ich kann das ja nur so interpretieren, dass wir das wissen. Wir sehen das ja hier. Also, und dann können wir nichts dagegen tun. Ist ein bisschen komisch. Genau, ist bislang aber auch nur eher drin. Ich guck mal gerade eine Sache nach. Das habe ich noch überhaupt nicht nachgeschaut. Okay, ich wollte gerade schauen, ob wir irgendwo
ob Sunnyvale noch irgendwo de jure Gebiet außerhalb der jetzigen Grenzen hat. Aber nee, ist nicht so. Wir herrschen über das gesamte rechtliche Territorium. Ja, die Loyalistenfraktion wurde wieder aufgelöst. Toll. Ja, ihr seid wirklich alle sehr loyal. Wir bekommen 5,7 Golddrachen im Monat. Das ist nicht schlecht. Das ist schön. Das gefällt mir sehr. Ich sollte auch mal weiterlaufen lassen, sonst wird das mit dem Geld nichts. Und was wir machen werden, also ich kann ja schon mal jetzt, während wir warten, auf das, dass das Geld reinkommt, da ist die Loyalistenfraktion wieder, diesmal gegründet von Lord Ollinger. Und da ist sie auch wieder verschwunden. Sag mal, könnt ihr euch mal entscheiden? Wie sieht's hier aus? Bislang auch nur ein Typ. Da ist sie schon wieder. Was soll denn das? Warum macht ihr die denn immer wieder und geht dann raus? Was ist jetzt los? Unsere Frau. Einige meiner Ratgeber glauben, also einige Ratsherren glauben, dass dass ihr Posten ihnen nur allein durch Einfluss und Blut, das Blutsrecht zusteht. Aber wie falsch sie da doch liegen. Ich erwarte Resultate und ich werde allzu oft enttäuscht. Nach einem langen Tag beschwere ich mich bei Nella, als sie mich unterbricht. Lasst mich etwas in dieser Angelegenheit tun, mein Gemahl. Ein paar Lektionen werden ihren Geist sicher schärfen. Okay. Okay, mit wem soll unsere Frau mal ein bisschen antreiben? Den Master at Arms, dem würde das sogar gefallen. Stewardship, dem würde das missfallen, der würde uns weniger mögen. Dem Septon ebenfalls. Oder wir sagen hier, bleib mal lieber bei mir, Mädchen. Und dann, dann geht's ein bisschen im Bett, ein bisschen zu Sarre. Aber, was würden wir denn da tun? Ich glaube tatsächlich unseren Septon. Wir sind ja sowieso so dem. Weil der ja gerade, eine unserer wichtigsten Sachen, die wir gerade aktuell haben, ist halt dieses, dass wir unserem Sohn mal Land verschaffen, also unserem Jüngeren. Und da soll der sich mal ein bisschen beeilen, da ist der ja gerade dran. So, ich wollte ja auch noch eine Sache tun. Muss ich auch ein bisschen ausholen. Womit sich jetzt Ben beschäftigen wird. Im privatem Rahmen. Er wird versuchen, eine neue Sprache zu lernen. Nämlich Valyrisch. Aber wie kommt man daran? Was möglich wäre, ist, es über den König zu machen, also versuchen, mit dem in Kontakt zu treten oder vielleicht mit einem anderen Targaryen oder sowas. Aber ich hatte damals auch schon mal in den Kommentaren einen Diskurs darüber, inwiefern die Targaryen tatsächlich bei Hofe Valyrisch sprechen. Ich bin da eher so der Meinung, eher weniger, denke ich. Deshalb werde ich das anders machen, aber auch über eine Sache, die, glaube ich, sehr nachvollziehbar ist.
Dafür müssen wir zu einer anderen bekannten Familie in der Reach, nämlich den Fossoways. Da haben wir hier den blinden Lord Alan Fossoway und dessen Sohn, Lord Bennis. Es ist nämlich wieder, auch in dieser Timeline ist dasselbe passiert wie in der letzten. Er hat hier dieses Gebiet in den Disputed Lands geerbt. Ja. Das heißt, dieses Gebiet wird, sobald er erbt hier in der Reach, wird hier das Herzogtum der Battle Hills wird Teil des Eisernen Throns. Und ich glaube, das wird man schon wissen, so in der Reach, gerade wenn der auch vermutlich hier durch dieses Gebiet gezogen ist, also dann von Old Town sich vermutlich dahin eingeschifft hat, um da dieses Gebiet in Anspruch zu nehmen. Da wird man wissen, dass der da jetzt sitzt. Und deshalb werden wir bei ihm mal anfragen. Wir könnten natürlich auch bei irgendeinem Potentaten hier in den Freien Städten irgendwie Kontakt aufnehmen. Aber ich würde mal sagen, wenn wir schon über jemanden haben, zu dem theoretisch irgendwie, mit dem man vielleicht mehr vertraut ist, auch wenn es jetzt auch keinen persönlichen Kontakt gab, aber immerhin, wir kommen ja aus derselben Ecke, werden wir hier mal versuchen, Learn Language zu machen. Das wird 4 Jahre vermutlich dauern, hat aber eine Erfolgschance von 95%. Ich bin da guter Dinge und jetzt versuchen wir mal, Valyrisch zu lernen. So, und jetzt mal weiterlassen. Die Folge wird ein bisschen... Ich gebe der Folge mal ein paar extra Minuten. Weil ich am Anfang so viel herumgeschwafelt habe. Ah, wir könnten jetzt... wir könnten jetzt unsere hier... Gefolgschaft schwören den Tyrells gegenüber. Würden wir Stress bekommen? Würden wir das machen? Würden wir das so... Ja, ich glaube schon. Natürlich kann man da jetzt sagen, so ein arroganter Typ... Würde der sich wirklich dazu herabbegeben, aber wir müssen das so sehen, er sieht das vielleicht eher als so ein Promo-Ding für sich selbst. Wenn er da jetzt beim Herrscherhof, so nenne ich es mal, der Reach auftaucht und vor aller Augen so hier sich als der neue Lord von Sunnyvale so vorstellt, dass es alle sehen können, dass er jetzt dazugehört. Ja, ich glaube, das würde er schon machen. Wir werden aber nur hier unsere Unterwerfung quasi demonstrieren. Ach so, natürlich, das ist ja wieder eine... Ja, ach klar. Wir brauchen einen Karawanenmeister. Dann nehmen wir mal hier diesen Ritter, diesen Miles. Ich meine, das ist ja nur ein sehr kurzer Weg. Heuern wir da jetzt noch extra jemanden an? Ich würde sagen, nee. Komm, brauchen wir nicht. Wir beginnen. I can't wait. Und da sind wir schon in Manders Side angekommen. Ich wollte gerade Highgarden sagen, aber ne, ist es ja nicht mehr, for some reason. Diener geleiten mich in Lord Paramount Luthors große Halle in Manders Side, wo er auf seinem Thron sitzt, um meine Unterwerfung zu hören. Ich knie nieder und schwöre viele Eide der Gefolgschaft, die von den
ja, Schreibern halt festgehalten werden. Damit ist die Zeremonie komplett. Ich habe ihm nichts zu offerieren als mein Versprechen. Gehorsam, als gehorsamer Diener und Vasall der Lord Paramount, sie zu dienen. Luthor bittet mich, mich zu erheben und ja. Stellt seine Zufriedenheit fest. Und stellt auch jetzt, das ist der wichtige Punkt jetzt, und sagt auch, dass stellt nochmal meine Rechte klar, über die Lande zu herrschen. Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt jetzt, dass das einmal auch das gehört ja zu dieser Zeremonie dazu. Wir schwören unserem Lehnsherrn Gefolgschaft, treue Gefolgschaft, und er sagt nochmal öffentlich, dass wir auch der rechtmäßige Lord unserer Besitzungen sind. Ja, gehört ja auch dazu. Hail the Lord Paramount. So, damit geht's auch wieder direkt zurück. Ach, wir sind wieder da. So. Damit ist das... Was? Anselm. Ach, das war der Typ, der da gewisse Dinge in meinem Zimmer mit meinem Buch gemacht hat. Der ist tot. Na gut. Das, ja. Meinetwegen. Da denken wir gar nicht weiter drüber nach. So, und ich lasse jetzt tatsächlich einfach mal weiterlaufen, bis wir die Honeylands gegründet haben. Und unser jüngster Sohn Willem wurde zum Ritter geschlagen. Wir sind so, so stolz auf ihn. Perfekt. Vier Jahre, okay, habe ich nochmal geguckt. Ja, das mit der Loyalistenfraktion, das ist gerade ein bisschen, naja... Komisch, die disbandet sich immer wieder und dann kommt es doch wieder. Sparkling Clean. Die Leute vom Honeywine sind berühmt dafür, fastidiously clean, sauber zu sein. Ach, so gut gepflegt, oder? Also, selbst unsere bittersten Gegner geben zu, dass es niemanden gibt, deren Bärte besser gekämmt sind, deren Haare regelmäßiger gewaschen werden und deren Gesichter sauberer von Verschmutzungen sind als die der guten Honeywiner. Heute ist Badetag, aber ich fühle... Als ob ein kleiner Abgang von der Routine ganz in Ordnung wäre. Auch wenn alle Honeywiner so wohl erzogen sind, gehört es dann nicht zu einem Lord am besten erzogen zu sein? Okay, also wir könnten sagen, okay, der so wie immer ist okay. Dann, Hygiene ist der Schlüssel zum langen Leben. Rigorous Bathing. Dieser, dieser Charakter hat einen... Ja, Bathing Schedule, ein Plan, einen sehr strengen Badeplan, wäscht seine Hände immer vor den Mahlzeiten und hat auch immer Handtücher für die Gäste parat. Da kriegen wir für Health einen massiven Boost, was natürlich schön ist. Oder wir kriegen nur ein bisschen extra Immaculate
Presentation. Also, aber ich finde, gerade weil wir ja dieses Whole of Body, also uns mit dem menschlichen Körper und das alles, weil wir uns damit auch schon beschäftigt haben. Ich finde, da passt das hier. Hygiene ist der Schlüssel zu einem langen Leben. Passt da ganz gut. Dann nehmen wir das einfach mal. So, und dann ist es auch gleich. Die Folge ist viel zu lang, Leute. Die Folge ist viel zu lang, aber das gebe ich euch einfach mal. So. Wir haben 301 Golddrachen in der Schatzkammer. Und jetzt werden wir es machen. Die High Lordship der Honeylands. Da sehen wir, dass die Jure-Gebiet, das wollte ich vorhin eigentlich noch erzählen, aber dann kommen wir vielleicht in der nächsten Folge dazu. Ich drücke jetzt mal hier drauf. Create the High Lordship of Honeylands. Create. Da haben wir es. Wir schauen es uns an. Sunnyvale und Honeylands. Und da gebührt es eigentlich nur, dass wir sie auch direkt mal zu unseren primären Titel machen. So. Your primary title is now Honeylands. Da sehen wir es, die Honeylands. Ah, sehr gut. Endlich haben wir es. Und endlich, die Folge ist vorbei. Zu unseren weiteren Plänen werde ich beim nächsten Mal etwas verraten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser neuen Folge auf Honey and Stingers. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Haltet die Ohren steif, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.